Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Review. Heute möchte ich euch nicht einen Anime in dem Sinne vorstellen, sondern eine Verfilmung davon, nämlich Assassination Classroom als Live-Action-Film. Viel Spaß! Die mittlerweile achtbändige Geschichte des Assassination Classrooms ist in Japan der dritterfolgreichste Anime aller Zeiten und nach der erfolgreichen Anime-Umsetzung folgt nun auch ein sogenannter Live-Action-Film, sprich ein Film mit echten Menschen. Aber jetzt was zur Serie. Nachdem ein gelbes Krakenwesen aus dem All den Widerstand der Erdmenschen gebrochen hat, gibt er ihnen gnädigerweise eine letzte Chance. Ein Jahr lang wird er die Klasse 3E der Kunugigagaoka-Schule unterrichten. Ein Sammelbecken für die widerspenstigsten und diszipliniertesten lernschwächsten Teens der ganzen Gegend. Und sollten diese auch noch schaffen, ihn im Laufe des Jahres umzubringen, dann wäre die Welt gerettet. Koro-Sensei, so heißt der Außerirdische, hat jedoch übermenschliche Kräfte, mit denen er jedes Attentat abwehren kann. Aber darüber hinaus zeigt er sich auch noch als exzellenter Lehrer. Sollten die Schüler ihn umbringen, dann verschwindet auch der Einzige, der sich jemals um sie bemüht hatte. Auch wenn die Geschichte sich sehr nach dem Anime bzw. der Originalvorlage richtet, so ist die Gestaltung der Geschichte hier beim Film viel zu schnell. Viele Geschichten, welche im Anime besser erzählt wurden, werden in diesem Live Actionfilm viel zu schnell abgehandelt oder gar nicht erst erzählt. Dies gibt der eigentlich guten Geschichte einen faden Beigeschmack und schafft es daher nicht wirklich zu überzeugen. Was das Setting bzw. die Idee angeht, so ist diese gegenüber dem Anime nicht sonderlich abgewichen. Die Idee einer Attentäterklasse ist keineswegs neu. Dies haben wir zum Beispiel Akuma no Riddle sehr gut gesehen. Was allerdings neu ist, ist der Faktor Alien wird Lehrer. Dabei wurde auch hier nicht außer Acht gelassen, dass es Rivalitäten in den Militärs geben könnte. Alles im All nichts Neues, aber sehr gut umgesetzt. Von den einzelnen Charakteren merkt man leider viel zu wenig. Zwar werden einzelne Aspekte angesprochen, einen wirklichen Eindruck kann man sich allerdings daraus nicht bilden. Dennoch sticht Koro-Sensei nicht nur aufgrund seines Aussehens hervor, sondern auch aufgrund seines Wesens. Denn das seltsame Wesen ist stets freundlich und möchte den Schülern helfen, das Beste aus ihnen zu machen. Dabei geht Koro-Sensei selbst so weit, dass er einigen Schülern bei den Attentaten auf ihn hilft. Doch meist nutzt er diese Hilfsbereitschaft von ihm zu seinem Vorteil aus und erteilt den Schülern eine Lektion. Es gibt aber auch noch vereinzelte Charaktere, die durchaus aufgrund ihrer Aufgaben in dem Film hervorstechen. Diese wären zum Beispiel Tadaomi Karasuma, welcher für die Regierung arbeitet und eher ein strenger und geheimnisvoller Mann ist. Oder auch Irena Jelavic, welche eine Profikillerin ist und sich durch ihr Sexappeal auszeichnet. Von der Klasse wird sie daher sehr gerne Bitch-Sensei genannt, was ihr natürlich nicht sonderlich gefällt. Nagisa Shiota, welcher ein recht unschuldiger Junge ist, sich selbst auch schlechter macht als er ist, ist einer der wenigen Schüler, welcher vermehrt Aufmerksamkeit zuteil wird. Durch Koro-Sensei lernt er an sich zu arbeiten und schafft es schließlich, seine Angst zu überwinden. Kama Akabane ist neben Nagisa einer der wichtigsten und wenigsten Charaktere, welche Aufmerksamkeit zuteil wird. Er ist zwar sehr intelligent, allerdings ist er genauso eingebildet und hält sich für etwas Besseres. Sein einziges Ziel ist es, seinen Lehrer Koro-Sensei zu töten. Mir ist durchaus bewusst, dass es noch weitere Charaktere gibt, die man hier beleuchten könnte. Allerdings habe ich jetzt mich auf die wichtigsten meiner Meinung nach konzentriert. Wenn ihr mehr zu den einzelnen Charakteren wissen wollt, geht ihr auf anisearch.de. Dort findet ihr ganz viele Informationen zu den jeweiligen Charakteren. Kommen wir zum Bild bzw. der Animation. Hier muss ich leider sagen, dass die japanische Filmindustrie noch weit hinter der von Hollywood hinterherhinkt. Nicht nur, dass Koro-Sensei in einigen Einstellungen vielmehr wie eine große Puppe ausschaut und keinesfalls glaubwürdig herüberkommt, auch die Computeranimation der Figur ist mehr als dürftig. Viel zu oft merkt man, dass diese eben nicht echt ist, was das Feeling des Films zerstört und daher den ganzen Film eigentlich ruiniert. Wäre dies nicht genug, kommen auch noch vereinzelte verwackelte Luftaufnahmen hinzu, welche das zusätzlich noch störend macht. Alles in allem haben die Produzenten hier definitiv noch viel zu lernen. Was die musikalische Untermalung angeht, so schaffte der Film nur bedingt zu überzeugen. Zwar war der Soundtrack sowie die Effekte passend gewählt und erstens schaffte es sogar in einigen Szenen den Film zu unterstützen. Alles in allem gab es allerdings keine Glanzleistung in diesem Punkt. Erst im Abspann wurde es dann wirklich musikalisch, denn hier wurde plötzlich ein Musikstück aufgeführt, welches durchaus sich sehen lassen kann. Leider kommt das viel zu spät, was natürlich den ganzen Anime jetzt nicht ruiniert, allerdings sehr schade dann ist. Ein Punkt, wo der Film allerdings überzeugen konnte, war die Synchronisation. Dies ist allerdings weiter nicht verwunderlich, da es zum großen Teil dieselben Sprecher wie in der Anime-Serie sind. Diese übernahmen dieselben Rollen wie im Anime und schafften es auch, diese Rollen wieder gekonnt zu sprechen. Kommen wir zu meinem Fazit zu Assassination Classroom, dem Live-Action-Film. Auch wenn die Japaner in Sachen Anime der westlichen Welt einiges voraus haben, sind diese auch nicht perfekt. Assassination Classroom schafft es aufgrund seiner schlechten Animation und fast schon stümperhaften Kameraführung nicht wirklich zu überzeugen. Die Geschichte sowie das Setting wurde bekanntermaßen aus den Originalwerken übernommen und wenngleich zu schnell erzählt, wurden diese gut umgesetzt.
Einzig und allein die Tatsache, dass die original deutschen Sprecher in ihren Rollen zu hören waren, gibt hier etwas Positives. Zusammengefasst ist es also ein Werk, das man ansehen kann, aber nicht unbedingt muss. Ja, das war meine Review zur Live-Action-Version von Assassination Classroom. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben wäre cool und in die Kommentarbox einen Kommentar auch noch. Ansonsten siehst du jetzt zwei Playlists. Da kannst du draufklicken. Ist einmal eine andere Review und einmal ein zufälliges Video sowie den Button zum mich abonnieren. Wäre recht freundlich, dass du das machst. Und dann sehen wir bzw. hören wir uns in einem neuen Video. Bis dahin, euer Stefan. Ciao.